Wir können mal das Pre-Intro einfach starten. Du machst gleich einfach düdelüdü und rufst dann an, ja? Und dann, du hörst ja, wenn ich abnehme. Ich baue ihr Haus. Tim Berg, nee, scheiße. Oh Mann, das kann nicht so schwer sein. Ich baue ihr Haus. Nee, scheiße. Sie wollen raus. Ich baue... Oh, fuck, Alter. Das ist mir direkt... Das gibt's doch nicht. Sie so schwer ist das nicht. Sie wollen raus. Ich baue ein Haus. Okay, alles klar. Sie wollen ein Haus, ich baue ein Haus. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Wie habe ich eigentlich überhaupt jemals irgendein Roleplay-Video auf die Reihe gekriegt, Alter? Sie wollen raus, ich baue ein Haus. Heimwerker König Tim Bergmann hier. Tim, hilf mir. Manu, was ist los? Die Krise, ich brauche einen neuen Bunker. Alles klar, den kriegst du, Manu. Bis gleich in einer neuen Folge Hausflipper. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Hausflipper. Heute hat uns Manu angerufen, der braucht dringend einen Atomschutzbunker. Ich habe mich jetzt hier gerade schon zu seinem Haus bewegt und rufe ihn jetzt mal über FaceTime an und guck mal, ob er dann rangeht. So, Manu, kannst du mich sehen? Hallo? Hallo? Ja, ich seh was. Sehr gut. Das ist auch dein Haus? Nicht, dass ich jetzt vor dem Falschen stehe? Ja, doch, ist richtig. Komm rein. Die Tür ist abgeschlossen, Manu. Ja, ist normal, das ist ein Fehler. Tritt ruhig mal gegen. Hab ich? Ja, ein bisschen fester, ja? Komm. Manu, das ist... Bisschen stärker! Okay! Alles klar. Da ist er, ja. Gut. Hier ist ein kleiner Riss drin. Ich tausche dir die Tür dann... Oh, Manu, Alter, wie lebst du denn? Wie ein König. Ja, ich habe ja viel Geld angespart und ein bisschen investiert. Darf ich mir ein bisschen umschauen hier? Ja. Oha. Oh, guck mal hier. Hier nimmst du auf, oder was? An dem... Ja klar, die Lampe ist mein Mikrofon. Ach, guck mal, dann positioniert das mal hier. Sag mal, pack das doch nicht an. Entschuldigung. Ach, guck mal hier, ist das unser Skiurlaub gewesen? Ja, 1995. Ach, geile Zeit. Darf ich nochmal kurz? Oha. Du kannst gerne mal meine Toilette benutzen, ja. Nee, das willst du nicht, Schlechte Erfahrungen mitgemacht mit fremden Toiletten. Warum stehen denn hier so viele Cremes für 50 plus? Die sammle ich, das ist einfach Spaß, ein Hobby. Okay. Das ist ganz sicher dein Haus, ne? Ja, klar. Okay. So, wow, alter Manu. Vor allem, wie der Rasen aussieht. Mega gut gepflegt. Ja, ich hab da einen Roboter für. So, oh, schau. Oha. Genau, das ist mein Bunker. Okay. Die Außenhülle leicht poliert. Ja. Aber mach die bitte nochmal ein bisschen krass sauberer. Ja, schrubb. Okay, kann ich problemlos öffnen, oder? Ja, öffne. Da musst du nicht treten. Boah, Manu, da kommt ein fürchterlicher Gestank raus. Was ist denn da los? Woran erinnert dich der Geruch? An tote Marder oder andere Tiere. Ich hatte drei Hamster, die habe ich da alle reingeworfen. Oh. Ach ja, und meinen alten Müll. Oh, Manu. Oh, da müssen wir erstmal... Oh. Ja, da sind Sachen passiert, das willst du nicht wissen. Oh, Manu. Die würde ich abmontieren. Ich muss sie, glaube ich, erstmal, bevor wir loslegen, ein bisschen schrubben, mein Junge. Kann das hier alles weg oder sind hier noch wichtige Sachen drin? Ach, mach alles weg. Räum auch bitte die Hamster weg, ja? Willst du das alles noch behalten hier? Das würde ich gerne behalten, da hängen echt schöne Erinnerungen dran. Toilette kann weg. Oh, was ist das denn? Das sieht irgendwie, jetzt schrupp es. Was willst du denn? Weißt du denn schon, was du in deinem Bunker alles drin haben willst? Wie lange willst du dich denn da verbarrikadieren? Ja, sag mal, geht's dir noch gut? Manuel, es ist einfach sehr, sehr... es ist mir klar, dass es da steht, aber du scheinst gar nicht begriffen zu haben, was du da gerade getan hast. Was hab ich denn getan? In dem Müllsack war meine Oma. Ja, kann ich hier gefahren? Da kannst du rein, da stinkt auch nichts, alles super, super lecker. Ach, guck mal, das ist mein Opi. Oh, Manu, das ist doch nicht ernst. Ja, zieh, sniff es richtig durch. Kann ich hier alles, kann dein Opa raus, oder? Ja, okay. Okay. Ach, du dickes, oh nee, ey, die sind aber keine Spinnen oder sowas, ne? Nee, das habe ich selber alles,
mit Fäden gezogen auf Spaß. Das sind keine echten Spinnenweben. Noch irgendwelche anderen Überraschungen hier? Nee, gar nichts. Alles sauber. Das soll ja mein Dekontaminierungsraum sein, ja. Okay. Also das heißt, hier kann der Schrank und sowas, kann eigentlich theoretisch alles raus, oder? Alles raus. Was ist mit dem nächsten Raum, Manu? Ja, da ist gar nichts. Da kannst du einfach rein. Da kann ich bedenkenlos rein, okay. Ja. Ich mach das mal weg hier alles, ja. Guck mal, da ist der erste Hamster in der Mülltüte. Kann der weg oder soll ich... Der kann weg. Okay. Pack Johnny weg. Schön, dass es hier wirklich... Also gut zu sehen, dass du... Was mit den Zeitungen hier? Kannst du wegwerfen, bitte. Da sind meine alten Haustiere drauf. Hast du zwei Affen gehabt, oder was? Ja, klar. Die Weinflasche, brauchst du den Pfand nochmal an oder können die Flaschen weg? Kannst du ja selber wegbringen, mir das Geld dann mit draufpacken auf die Rechnung. Okay, dann stecke ich mir die ein. Ich hab das Gefühl, deine Augen drehen ein bisschen. Es dreht alles. Ich wundere mich auch gerade ein bisschen, warum du eine Axt und einen Vorschlaghammer in deinem Keller hast, Mann. Ja, das war auch für die Haustiere, ne? Ich mach erstmal Step by Step. Du wirst gar nicht mehr rauskommen. Nein, Manu! Manu nicht! Willkommen in meiner Falle! Nein! Okay, ist der Raum wenigstens ein bisschen sauber? Das ist der sauberste von allen. Versprichst du mir das, Manu? Ja. Okay. It's a prank! Das ist doch nicht dein Ernst. Du lebst wie Messi, Manu, Mann. So lebt doch kein normaler Mensch. Wieso lebe ich wie ein Messi? Ich war da doch schon lange nicht mehr drin. Ja, das sieht man. Ah, ich hatte auch ein kleines Alkoholproblem. Ist das Blut? Nee. Nein. Sondern? Ja, Wein, ne? Ach so, ja. Nee, das macht Sinn. Ist das hier wirklich alles Wein? Sieht Wein so aus? Ja, klar. Wie geht's eigentlich deiner Frau? Ja. Du siehst ja die Mikrowelle da, ne? Ja. Ja. Kannst du ja mal raten, wo sie gerade ist? Du, ich stelle gar keine Fragen. Du, ich bin ja nur hier, um zu renovieren, weil dein Privatleben geht mich auch nicht an. Ich stelle die Mikrowelle danke. Mal dahin. Die kannst du nachher nach oben bringen, in mein Bett. Okay. Sollen die Weinflecken da bleiben oder soll ich hier auch ein bisschen durchwischen? Sind halt auch schöne Erinnerungen, aber mach mal bitte weg. Also soll ich da mit einem Weinmittel rübergehen, Manu? Oder ich habe auch was... Also nehmen wir mal an, es wäre Blut. So, also ist ja schwachsinnig, das jetzt zu denken. Aber dann könnte ich da auch mit einem speziellen Mittel rübergehen, um quasi, wenn jetzt irgendwann unangenehme Fragen gestellt werden, weißt du? Ja, nimm mal bitte das. Nimm mal Bleiche, damit auch in der Theorie, wenn es was anderes wäre, das nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja? Okay, das mache ich. Theoretisch, ja. Nein, natürlich, klar. Nein. Also, ich weiß ja, wie gut das Verhältnis zu deiner Frau war. Warte, ey! Ja. Was? Links in der Ecke, da oben. Verzeihung. Also, Verzeihung. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es tut mir leid, Manu. Nö, 50% Rabatt. Wo komme ich hier raus? Bei dem Nachbarn, oder? Nee, wieder im Garten. Prank in meiner Wohnung. Ach, guck mal, direkt im Schlafzimmer. Ja, guck mal, dann kann ich doch direkt deine Frau, ich meine natürlich... eine schöne Erinnerung. Die Mikrowelle da reinstellen. So, soll ich einfach hier so auf die Seite? Ja, genau. Ja, da hat sie mal gepennt. Danke. Gerne, Manu. Komm, bitte, lass mich hier mal... Oh. Okay. Ja, willkommen in der... Oh. was warst du? Wo? Nichts. Okay. Also, was hältst du denn gerne alles? Soll ich hier ein bisschen auch streichen, oder... Ich streiche auf jeden Fall, aber ich hätte jetzt einfach mal gerne, dass du diese Regale mal irgendwo hinstellst, wo sie auch Sinn machen. Hast du denn eine Farbe, die du dir hierfür vorstellst? Ja, Königsblau hätte ich gerne. Und Königsblau. Du weißt, es wirkt aber sehr kühl, ne? Das ist ja nicht schlimm in einem Bunker. Okay. Also ich hätte gerne Königsblau und dann Schwarz und dann wieder Königsblau und dann Schwarz. Ach, Keramikfliesen. Willst du Keramikfliesen? Oh, ja. Damit du die besser abwischen kannst, ja? Wenn man wieder genau. Rotwein verschüttet wird. Ja. Ach so, okay, pass mal auf. Hier, okay. Wird Schwarz, bitte. Der nächste. Der nächste in Schwarz. Also quasi genau. Blau, Schwarz. Genau. Ich glaube, schwarze Fliesen gibt es gar nicht. Dann schwarze Farbe? Ja, wenn es sein muss. So, guck mal hier. Kannst du... Nee, komm, pack die Fliesen weg, bitte. Also die Fliesen komplett wegpacken? Ja, da bin ich nicht zufrieden mit, wenn du jetzt echt Farbe und dann Fliesen und dann Farbe und dann Fliesen... Also nur schwarze Farbe oder blaue Farbe? Nein, blaue Farbe. Okay, das Königsblau, ja? Genau. Also, dann streiche ich jetzt aber erstmal hier jede zweite Wand. Das macht vielleicht Sinn. Ach Mann, bist du klug.
Ich hätte so gern neues Haustier. Besorge ich dir, Manu. Besorge ich dir. Was willst du haben? Wieder Affen oder? Ich hab jetzt eigentlich dich fragen wollen. Das hat was richtig Einladendes. Nicht, dass der Bunker nachher schöner ist als dein Haus. Ich würde eigentlich gerne mal ein Geständnis machen. Ja. Hey Leute, wenn ihr wissen wollt, welches düstere Geheimnis ich Herr Bergmann anvertrauen werde, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Hausflipper mit Bergi und Manu. Und immer den Part bewerten.